Heute fliegen wir weiter zum Inlesee. Aber zuvor machen wir ein wenig Österreich-Werbung und nehmen ein kräftigendes Frühstück zu uns. Auch hier im Mandalay Hill Resort Hotel ist das Frühstücksbuffet reichhaltig und wir werden am Flughafen sicher nicht hungern. So sieht es also am Flughafen von Mandalay aus. Ein Flugzeug ist jedenfalls da, das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich in Myanmar. Und wenn wir etwas Glück haben, fliegen wir auch direkt nach Heho. Wie immer bei Inlandsflügen in Myanmar gilt, freie Sitzwahl. Wer zuerst kommt, kriegt den Fensterplatz. Wir haben Glück und landen diesmal direkt in Heho. Mit dem Auto werden wir jetzt weiterfahren nach Nyong Shwe. In Nyong Shwe werden wir kurz Fotos abliefern und dann wird es mit dem Longtailboot weitergehen nach Inpuakorn Village, das mitten am Inlesee liegt. Aber zunächst ein Zwischenstopp bei einer Papier- und Sonnenschirmfabrik in Heho. Auch hier erklärt man uns ganz genau, wie das Papier erzeugt wird. Hier mit Hilfe von echten Blumen. Die Rinde von dem Baum. Eine Stunde im Wasser eigentlich, ja. Oder? Ja. Genau. Und dann? Und dann wird es ja breit und das wird dann wird es geklopft. Ah, dann wird es geklopft. Genau. Ja. Und dann wird es breit und dann wird es aus. Es ist unglaublich, mit wie wenigen Hilfsmitteln diese wunderschönen Sonnenschirme hergestellt werden. Der Hausherr zeigt uns die einzelnen Arbeitsschritte. Und so sieht das Endergebnis aus. Weil noch etwas Zeit bleibt, besichtigen wir in einem kleinen Dorf einen ebenso kleinen Markt. Für ebenso kleine Leute. Wie wäre es mit einem kleinen Snack für unterwegs? Spricht etwas gegen rote Ameisen? Uns steht jedenfalls der Sinn nach etwas Süßerem. Am Weg besuchen wir das über 100 Jahre alte Shwe Yongwe Kyong Kloster. Auffallend sind hier die ovalen Fensteröffnungen. Daneben steht eine ungewöhnliche Pagode. Sie ist blendend weiß getüncht und um das Tonnengewölbe gruppieren sich etwas unübersichtlich kleine Gänge. Innen sind die Wände mit Bildern und Ornamenten in rotbraunen und goldenen Farben bemalt und mit farbigen Glasmosaiken verziert. In vielen kleinen roten und blauen Nischen stehen Buddha-Figuren mit den Namen des jeweiligen Spenders. Wie viele Buddha-Statuen in wie vielen Nischen hier untergebracht sind, haben wir nicht überprüft. Wir sind in Nyong Shwe angekommen. Tutu, eine hier heimische Händlerin, freut sich über die Fotos, die wir im Auftrag von unserer Bekannten Renate mitgebracht haben. Ein paar Minuten später sitzen wir aber auch schon im Longtailboot und beginnen unsere Fahrt zum Inlesee. Begleitet werden wir von jeder Menge Möwen. Wie sich herausstellt, hungriger Möwen. Nach ca. 30 bis 40 Minuten Fahrt sind wir auch schon mitten im Inlesee und begegnen dem ersten Einbeinfischer. Diese Art zu rudern findet man nur am Inlesee. Genauso wie die berühmten schwimmenden Gärten, die wir später sehen werden. Auch die Fischfangtechnik ist einzigartig hier.
Dieser Fischer hier demonstriert uns gleich, wie das alles abläuft. Ah, das Fisch, gell, ja. Der Inlesee ist ein Süßwassersee im Shan-Staat in Myanmar. Der See ist ca. 22 Kilometer lang, 10 Kilometer breit und höchstens 3 Meter tief. Der See wird von 1500 Meter hohen Bergen eingeschlossen. Am und im See befinden sich ca. 200 Dörfer mit etwa 8000 Einwohnern, rund 100 Klöster und viele hunderte Stupas. Der See ist gesäumt von einem kilometerbreiten Gürtel aus Wasserhyazinthen und Schilf, in dem die Kanäle für die Boote ständig freigehalten werden müssen. Die Bewohner der Dörfer gehören dem Stamm der Intas an. Inter bedeutet so viel wie Leute vom See. Die Intas verschlug es vor etwa 200 Jahren aufgrund der Kriege mit Thailand vom Süden Myanmars hierher an den Inlesee. Diese Säule hier mitten im See markiert die Stelle, an der das Festschiff gekentert ist und eine von 6 heiligen Buddha-Statuen verloren hat. Hier sehen wir einige Intas vor den schwimmenden Gärten des Inlesees. Sie ziehen Algen aus dem See, welche als Dünger genutzt wird. Nach ca. 35 Minuten Fahrt über den See erreichen wir das Pfahldorf Uwama am anderen Ende des Inlesees. Hier besuchen wir eine Lotusweberei. Eine Mose, eine kleine Mose. Neben der Lotusweberei ist hier auch eine Seidenweberei untergebracht, die wir kurz besichtigen. Hier am Inlesee hat die einzigartige und exotische Herstellung von kostbaren Lotusstoffen eine 100-jährige Tradition. Man erntet die Lotuspflanzen während des Monsuns, weil dann durch den höheren Wasserstand die Stängel länger wachsen. Ja, schau wie fein. Durch das geschickte Schlitzen der Stängel ziehen junge Mädchen vorsichtig die hauchdünnen Fasern heraus und legen sie zum Trocknen auf eine Platte. Die Fasern werden zu Fäden gesponnen und eingefärbt oder naturbelassen, mittels eines speziellen Webstuhls zu Schals verwoben. Das Gewebe erinnert an dünnes Leinen. Für einen Schal werden ca. 6.000 bis 8.000 Lotusstängel verarbeitet. Ganz besonders kostbar sind die Mönchsroben aus Lotusstoff. Wir verlassen die Lotusweberei und fahren mit dem Longtailboot weiter zu einer Cheerod-Fabrik. Cheerods werden die im Myanmar besonders beliebten Zigarren genannt. Eine handgerollte Cheerod besteht aus einer Mischung von getrockneten Tabak und Holzstückchen, getrockneten Bananen oder ein paar Nüssen und wird gesüßt mit Tamarindensaft und Palmzucker. Die Filter werden aus getrockneten Maisblättern hergestellt. Und Sie haben schon gesehen, mit Holz, ja, wieder gemischt? Ja, mit Holz wieder gemischt. Ja, wieder gemischt und Honig und Palmensaft. Ja. Das war schön stark. Palmensaft und Honig. Dann Bananensaft und Tamarindensaft zusammen gemischt. Und, aber je nach dem Vermischung, ja, haben Sie eine, die besondere Spezies. Ja, ist ja ihr Name von dieser Fabrik. Ja? Sri Lagaba, Sri wieder der Gold und Lagaba bedeutet Mond. Goldener Mond. Goldener Mond. Unterschiedliche. Ja. Unterschiedliche, die je nach den Fabrik und je nach dem Namen haben die verschiedenen Geschmäcker. Sie haben keine gleiche Mischung. Keine gleiche Mischung für diese, die Zigarren.
wie Zigarette. Und das machen nur Junge? Nur die Jungen. Die Alten weben und die jungen Mädchen machen das. Diese Arbeit wird ausschließlich von jungen Mädchen verrichtet. Sie arbeiten von 8 bis 16 Uhr, stellen dabei jeweils 8000 Stück her. Jedes Mädchen verdient dadurch 1500 Chat, also umgerechnet ca. 1,50 Euro. Wir machen noch eine kleine Runde durch das Pfahldorf. Nun besuchen wir die Pongdor Yubagode. Die Pongdor Yubagode ist das religiöse Zentrum des südlichen Shan-Staates. Sie beherbergt 5 Buddha-Figuren, die König Along Situ einer Legende nach von Zaka persönlich empfangen haben soll. Inzwischen sind die Buddha-Figuren mit so viel Blattgold bedeckt, dass ihre ursprüngliche Form kaum noch zu erkennen ist. Die gläubigen Männer, Frauen dürfen sich den Statuen ja nicht nähern, haben über die Jahrzehnte bereits ca. 3 cm Goldschicht aufgebracht. Während des Vollmondes im Oktober werden die Statuen mit einem Festschiff innerhalb von 3 Wochen zu allen größeren Orten am Inlesee gebracht. Wie eingangs erwähnt, ist dabei bei einem Sturm eine Statue verloren gegangen. Warum nicht? Pangdao ist übrigens der Name des königlichen Vogels. Hier sehen wir das Festschiff, mit dem die Statuen zu den Dörfern transportiert werden. Langsam bekommen wir Hunger. Es wird Zeit für eine Rast bei Mr. Toe. Wie immer legen wir Wert auf traditionelles burmesisches Essen und Nui Nui bestellt uns entsprechendes. Das ist traditionelles Schweinefleisch. Und noch die Gratine. Gemüse und gebratenen traditioneller Fischcurry und auch Pfeffernuss mit Chicken mit Pfeffernuss. Langsam wird es Abend und damit Zeit, dass wir unser Zimmer im Myanmar Treasure Resort Inle beziehen. Unser Gepäck hatten wir die ganze Zeit am Longtailboot dabei. Mit traditioneller Shan-Musik werden wir empfangen. Als wir unseren Bungalow beziehen, bleibt uns vor Staunen der Mund offen. Aber seht selbst. Wir genießen den herrlichen Ausblick und den wunderbaren Sonnenuntergang. Dann werden wir bald zu Bett gehen, denn abends kann es hier am Inlesee wirklich ziemlich frisch werden. Cheers! Cheers! Eine Coconut Cream. Coconut Cream. Warum ist die Coconut Cream eigentlich blau? Das ist wahrscheinlich blau von dem vielen Alkohol, der drin ist. Cheers. Alkohol und Zigaretten. Additional cheers. Das ist Kargument.